Lieben, heute will ich ein ausführliches Video über eine Drucktechnik machen, die ich auf YouTube mal vor 2 Jahren oder so gesehen habe und habe die ausprobiert und habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht und ich habe mir vorgenommen, ich möchte es nochmal machen, ganz ausführlich. Manche scheuen ja schon den Linoldruck, also mit diese Gummiplatten anzuritzen und bei hier ist die Scheu wahrscheinlich noch größer, aber ich wollte es euch trotzdem mal zeigen, weil schwer ist eigentlich beides nicht und man braucht auch nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mich dadurch auch ein bisschen mehr mit Drucktechnik beschäftigt und das ist eine Art von vereinfachter Radiertechnik und Radierungen sind im Gegensatz zu den Linoldrucken Tiefdruckverfahren. Das heißt, man hat mit einer Metallplatte und ritzt da rein und oder ätzt die Platte, verletzt die halt auf irgendeine Art. Man kann, ich habe jetzt auch noch mal was recherchiert, man kann es auch mit Schleifpapier und so bearbeiten und dann trägt man die Farbe auf und trägt die zum Beispiel mit dem Spachtel oder so auf und zieht die dann nachher aber wieder runter und reibt die sogar richtig wieder runter, damit sie nur in den Vertiefungen bleibt. Und dann legt man das Papier nass auf und dann wird die Farbe durch den Druckvorgang aus dem Metall rausgeholt. Und es ist auch wirklich eine sehr interessante Sache. Und was ich so toll finde, ist, dass man da das Innenleben von unseren Milchverpackungen für nehmen kann. Also es ist auch noch eine Art von Upcycling. Genau, und da habe ich ganz viel so Milchverpackungen, die ich einfach sauber gemacht habe, aufgeschnitten und auch noch einmal geputzt, damit da nichts klebt oder komisch riecht oder so. Und dann habt ihr immer so Längsstücke. Wenn ihr was Größeres machen wollt, müsst ihr mit den Linien leben, weil die werden sich auch in irgendeiner Form übertragen. Oder ihr baut die mit ein. Also das, da habe ich schon viele sehr, also ganz tolle versierte Künstler auf Instagram habe ich da welche gesehen. Vielleicht verlinke ich euch da mal ein paar. Ich suche es nochmal raus. Die da ganz tolle Sachen machen und die integrieren das oft oder machen mehrere Teile oder so. Das kann man natürlich auch. Und ich zeige euch mal, ich habe, so sieht es nachher aus, so ein Druckstock. Und das ist halt, man hat halt praktisch nicht das Motiv durchgeschlagen. Und das ist das Schöne daran, weil wenn ihr das nehmt, nehmt euch irgendeine Vorlage, die ihr euch ausdruckt und fahrt die mit dem Kugelschreiber nach, habt ihr es schon mal übertragen auf die Druckplatte. Und dann geht er noch dran mit Radiernadeln. Und zwar sind es eigentlich nur so Holzgriffe mit spitzen Metallen vorne drin. Und ihr könntet aber, wenn ihr die euch jetzt nicht extra kaufen wollt, die kosten knapp, also die haben knapp 4 Euro gekostet, könntet ihr auch zum Beispiel sowas nehmen, was ihr schon habt. Gehe ich mal von aus, ein Friem zum Beispiel. So ein Friem könntet ihr auch nehmen, so zum, weil es geht darum, die Oberfläche, das ist ja so eine, wie eine Folie, die zu verletzen und das Motiv reinzukratzen und sogar Stellen zu haben, wo ihr ein bisschen von der Folie entnehmt. Und dadurch schafft ihr mehr Flächen, die Tinte besser aufnehmen können. Und dann macht man zum Schluss dann die Tinte drauf und wischt die halt auch so, wie man es bei einer richtigen Metallradierung macht, auch wieder nahezu runter. Und in den Ecken, wo halt wirklich die Folie verletzt ist, bleibt halt viel, viel mehr Tinte. Und die Tinte ist auch so ein bisschen das Einzigste, was man sich anschaffen muss, weil es ist eine spezielle Etching-Tinte. Und es steht da drauf, Etching Ink. Ich verlinke euch das mal unten. Ich habe die von so einem kleinen Künstlerbedarf. Das kostet alles kein Vermögen. Also wenn man sich dafür interessiert und das mal ausprobieren will, vielleicht könnt ihr euch ja mit jemandem zusammentun und das zusammen ausprobieren, dann lohnt sich das allemal, weil alles andere kostet ja nicht groß was. So, dann lege ich das jetzt mal beiseite. Ich habe da übrigens einen Grautonen dunklen, also das ist mein Schwarz, und Sepia. Also mehr habe ich da gar nicht. Und das eigentlich lang da eine Tube, weil das hält euch ewig. Also das, da braucht ihr vielleicht so, ja, so groß, also einen ganz kleinen, eine Erbsgröße oder so. Viel mehr braucht ihr da gar nicht. So,
Dann lege ich das jetzt mal beiseite. Und ich habe mir da jetzt mal eine Vorlage vorbereitet. Und zwar habe ich mir so Fische. Nicht, dass ich schon nicht schon ab und zu mal Fische gemacht hätte. Aber ich will das jetzt mal ausprobieren. Und ich würde das jetzt einfach erstmal mit dem Kugelschreiber nachfahren. Weil sonst macht das schon zu viel kaputt. Ihr wollt ja jetzt erstmal die Grundform haben und wie ihr das dann gestaltet oder so. Das macht ihr dann, wenn ihr das Blatt runter habt, dann könnt ihr am Objekt mit den Nadeln arbeiten. Aber jetzt fahrt ihr euch einfach mal die Grundform nach und da lasse ich es euch dann ein bisschen schneller laufen. So, jetzt habe ich die Fische mal durchgeschlagen und das sieht man auch, dass die jetzt einfach nur, dass ich sehe, wo ich die gezeichnet habe. Und jetzt nehme ich mir die Nadel und fahre das halt mal, die Linie halt mal entlang. Und das heißt, dass da halt eine kleine Verletzung in der Folie ist. Und man muss auch erstmal so den Weg finden, wie man die Nadel zieht, weil die wehrt sich halt so ein bisschen. Da müsst ihr einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und dann kann man nachher gucken, wo möchte man dunkle Stellen haben. Und da ist es ganz gut, bei der Vorlage sieht man ja, da hat man hier dunkel oder hier dunkel und das kann man dann nachher noch einritzen und kriegt dadurch einen Kontrast. Und wie gesagt, das sind dann die Stellen, wo man vielleicht auch ein bisschen Material abheben muss. Da kann man übrigens dann auch zum Beispiel einen kleinen, feinen Cutter nehmen. Ein Cuttermesser, da kann man auch mitarbeiten. Also man braucht die Radiernadeln jetzt, wenn man es nur ausprobieren will, nicht unbedingt. Und man kann ja, man muss es auch nicht so filigran machen, man kann es ja auch ein bisschen gröber machen. Aber das ist eigentlich das Schöne daran, dass man es durchaus auch filigran machen kann und gut mit Vorlagen arbeiten kann. Also das muss ich echt sagen. Also hier das Auge zum Beispiel, das würde ich nach rausheben. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich da nicht dann da irgendwie ein größeres Stück rausreißt. Die Gefahr ist ein bisschen da, aber ansonsten tut man sich das da auch mal ein bisschen einritzen. Und da sind so Kiemen. So. Und tut sich das einfach nachfahren. Und also auch schon die Linien geben ein tolles Muster. Und man kann also auch schraffieren. Das sind so die Möglichkeiten. Also schraffieren, dann ganz freilassen, also unverletzt. Oder halt die Umrandungslinien oder halt wirklich Stücke rausschneiden. So. Lasse euch das dann jetzt mal ein bisschen schneller laufen und zeige es euch, wie man es macht. So, ihr Lieben, hier habe ich jetzt die Fische ausgeschnitten
Und das dauert schon eine Weile, also da muss man schon sich ein bisschen Zeit nehmen. Und ich habe halt immer wieder versucht, damit also dunkle Kontraste entstehen, hier so Stücke rauszunehmen. Und das umrandet man dann mit der Radiernadel und dann stupst man das so ein bisschen hoch und versucht praktisch, dass man das richtig ausschneidet. Und da kann man auch das Cuttermesser dazu nehmen, aber halt nicht durchschneiden, also durch das Ganze, sondern nur, dass man die obere Schicht, die Folie, wegschneidet. Und jetzt haben wir schon mal einen Handschuh angezogen, weil jetzt kommt dann der ein bisschen dreckigere Part von dem Ganzen. Ich ziehe mal gerade einen zweiten an. Und zwar ist es so, dass wir jetzt das einreiben mit der Tinte. Und wir machen nur ein ganz kleines bisschen drauf. Und dann kann man es entweder gleich mit dem Tuch oder man macht es mit der Scheckkarte. Das reicht. Dass man es mit der Scheckkarte verteilt, damit man auch sicher weiß, dass es in die Linien reinschlupft. Und dann nimmt man die, also irgendeine Karte, die man hat, oder ja, wie gesagt, man kann auch gleich das Tuch nehmen, aber das ist eigentlich so schon ganz gut, dass es da tief reinkommt. Und dann geht man nämlich sicher, dass diese Linien auch genügend Farbe abkriegen. Und das ist ja nachher nochmal beim Reinreiben. Und die Stellen, wo man da was rausgeschnitten hat, die natürlich auch. Genau. So, jetzt gucken wir aber mal, ob wir da mit dem Tuch hinkommen. Das wollte ich eigentlich da drauf legen. Das Problem ist, dass ihr auch Handschuhe anziehen solltet, weil ihr ja nachher immer auch das Papier anfasst und dann lauft ihr einfach Gefahr, dass er euch da das Papier schmutzig macht. Jetzt muss man da ein bisschen gucken, dass das auch Farbe abkriegt. Genau. So, das muss schon richtig dick drauf. Also von dem her, aber man wischt es ja nachher wieder weg. Von dem her kann man jetzt auch mit dem Tuch noch die Stellen farbig machen. Das ist das Einzige, was ein bisschen unangenehm ist, weil das halt echt eine ziemliche Sauerei ist. Aber da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr euch oder halt da den Arbeitstisch nicht total fertig macht. So, und jetzt hat man das so eingerieben und jetzt muss man es halt wieder rausreiben. Gell? Also und wirklich nicht zu so knapp. Also, das muss im Endeffekt schon wieder frei werden. Also, ich habe so einen Film über eine richtige Radierung geguckt und boah, das ist echt die körperliche Arbeit. Also, da ist das harmlos. Aber es ist halt auch ein bisschen filigraner und irgendwie auch ein bisschen netter. Und auch ein bisschen feiner. Also, weil das ist das Schöne, dass das wirklich auch so filigrane Arbeit ist. So. Und da kann man sich immer so ein bisschen mit einer sauberen Ecke, kann man sich da immer wieder ein bisschen behelfen und kann sich natürlich auch ein saubereres Tuch dann noch nehmen. Also hier muss man da noch ein bisschen wegmachen. Genau. Und wenn man möchte, kann man dann jetzt noch mit dem Wattestäbchen, dass man da noch ein bisschen so Highlights setzt. Ich tue jetzt mal die Handschuhe weg. Und da kann man zum Beispiel dann sagen, okay, will hier noch weniger haben oder auch so zwischendrin. Aber das sind dann so Highlights, die man dann hat. Also das muss nicht sein, aber man kann sich das überlegen, wo man das gerne noch möchte. Gerade am Kopf oder so. Aber man muss es nicht, man kann zum Beispiel einmal hier das so lassen, dass das da ein bisschen dunkler wird. Jetzt bin ich mal gespannt, wie da der Druck rauskommt. So, ihr Lieben, ich habe mal ein paar Drucke gemacht. Da das bei mir am anderen Schrank ist, zeige ich es euch mal und ich zeige euch genau den Aufbau. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Schwerste ist eigentlich, das Sandwich sich zu bauen. Guck mal, das ist so eher ein zweiter Druck. Und das ist der erste. Aber
Es heißt immer, man könnte da Mehrfachdrucke machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss jedes Mal Farbe drauf machen. Also bei mir geht es nicht anders. Aber es gefällt mir sehr gut. Also es lohnt sich und ich finde es auch, mir gefällt es auch so von der Struktur und vom Schwarz-Weiß her, finde ich super. Und ich habe, also das ist so ein, also Papier, das hat vielleicht so 120 Gramm. Und das muss jetzt auch nicht, wenn ihr damit rumprobiert, das Allerbeste sein. Aber man kann sicher auch Aquarellpapier nehmen. Wichtig ist, wie gesagt, das muss nass machen, sonst funktioniert es nicht. Genau, und ich habe jetzt hier, zeige euch das jetzt mal, ich habe hier so ein bisschen so altersschwache Big Shot, die ist aber schon noch intakt. Da habe ich die Grundplatte genommen. Und dann habe ich mir eine Platte draufgelegt, eine Acrylplatte. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt gerade ein bisschen umdisponiert, weil ich mir nämlich schon eine Platte zerbrochen habe. Und zwar, man braucht halt einen gewissen Druck, aber man darf es halt gar nicht übertreiben. Also es muss gut durchgehen, aber es muss schon einen Widerstand haben, sonst druckt sich es nicht durch. Und dann lege ich mir also ein Cardstock, also eine Pappe drauf und die hat schon 3 mm. Genau. Und dann lege ich mir immer ein Moosgummi drauf. Ich muss da mal noch ein bisschen rumprobieren, ob das ein Fehler ist, was auch ginge, wenn man einen dickeren Filz hat oder einen dickeren Stoff. Ich bin halt, weil das ja so ein Tiefdruck ist, der Ansicht, dass man das braucht, damit es auch richtig gut reingeht und sich abdruckt. Und dann habe ich immer Papier dazwischen, ein weißes, und habe dort dann nachher die farbige, also die Fische drauf. Also habe da den Druckstock drauf. Und das muss auch immer ein frisches Papier sein, weil ihr wollt euch ja das Papier, was ihr zum Drucken nehmt, das wollt ihr euch ja nicht kaputt machen. Ich muss das gerade gucken, das ist ein bisschen breit. Ich hatte eigentlich noch mal ein anderes. Ah ja, egal, das mache ich ein bisschen schmäler. Genau. Also. Genau. So. Das wäre dann euer Papier, was ihr als Original, also euer Bild. Genau. Und das müsste nass sein und das legt ihr dann auf die Fische drauf. So. Genau. Und dann mache ich mir halt noch einmal ein Moosgummi drauf. Da habe ich abgestempelt, das ist natürlich nicht gut. Also da muss immer auch vielleicht ein Papier noch dazwischen. Und dann habe ich noch einmal eine Pappe drauf. Und also keine Acrylplatte mehr. Weil da oben, da wirken solche Kräfte, komischerweise, das hängt wahrscheinlich mit dem Moosgummi zusammen, dass mir da schon eine Platte kaputt gegangen ist. Und dann habe ich noch zwei dünnere Pappen, um ein bisschen zu variieren. Und dann nimmt man das Sandwich und dreht das durch. Und dann müsst ihr gucken, dass das auch gut Widerstand hat. Und dann könnt ihr drucken. Ich weiß an, ich werde da noch ein bisschen rumprobieren und werde sicher noch einmal irgendwann ein Video machen und dann zeige ich euch, auch wenn ich da irgendwelche Verbesserungen finde, dann mache ich euch auf jeden Fall ein Video. Was ihr auch machen könnt, was ich jetzt noch gar nicht ausprobiert habe, aber das werde ich vielleicht auch noch probieren, ist, dass ihr das euch praktisch so nehmt. Und da würde ich mir auch vielleicht den Moosgummi drunter machen und dann mit einem Löffel. Das könnt ihr noch machen, also mit der Rückseite von einem Löffel. Und das werde ich vielleicht jetzt nochmal ausprobieren und euch zum Schluss dann zeigen, ob das, wie das funktioniert hat. Also es braucht schon Druck und immer eine normale Druckerpresse, also so eine, so die Künstler für Holzdruck und auch für andere Tiefdrucksachen nehmen, die haben halt immer so eine starke Filzmatte dazwischen. Und das überlege ich mir, ob ich da gucke, dass ich vielleicht so einen dickeren Filz kriege. Das wäre für oben natürlich nicht schlecht für die Lage, wo ich hier die Pappe habe, weil ihr seht, die leidet so ein bisschen beim Durchnudeln. Und wenn ihr einen Filz, vielleicht einen halben Zentimeter dick, sowas gibt es ja auch, habt,
dann wäre das natürlich perfekt. Ja. Aber ich zeige euch jetzt das Sandwich nochmal, weil das ist ja fast ein bisschen kompliziert. Aber eigentlich ist es nicht. Also wenn ihr das mal gemacht habt, ist es überhaupt kein Problem. Also, ihr habt die Grundplatte, ihr habt eine Acrylplatte drunter und eine 3 mm Pappplatte. Und dann habe ich ein Moosgummi. Und dann den Druckstock auf dem sauberen Papier. Dann kommt das nasse Empfängerpapier, also wo ihr euer Bild drauf wollt. Dann kommt noch einmal ein Filz oder ein Moosgummi. Und dann kommt noch einmal eine dickere Pappe. Also auch nochmal so 3 mm Pappe oder im Idealfall eine 3 mm oder 5 mm dicker Filz. Das war, glaube ich, das Beste. Und ich habe es jetzt mir so verholfen, indem ich halt auch noch dünnere Pappe habe. Da kann ich ein bisschen ausprobieren, wie stark das ist. Und so mit dem Sandwich nudelt das durch. Genau, dann kann man die Big Shot nehmen. Und jetzt probiere ich es mal mit dem Löffel und dann gucke ich mal, wie das dann wird. Also, ich habe hier den Druckstock und hier also die Fische und habe das nasse Papier drauf und drunter habe ich Moosgummi und eine Pappe. Und jetzt nehme ich mir da noch einmal ein Papier drauf, damit ich das nasse Papier nicht kaputt mache. Und dann drücke ich da halt drauf und versuche, da alles zu erwischen. Das ist sicherlich mühsam, aber wenn das gut klappen würde, muss ich sagen, ist es eine echte Alternative. Aber ich versuche da, ich will da auch noch ein bisschen mit der Big Shot rumprobieren. Also das mit dem Filz, weil wie gesagt, so sind normale Druckwalzen, also die für so Sachen halt auch. So. Also das wird sicher nicht reichen, aber jetzt mache ich mal das hier runter. Und dann kann ich das nämlich besser spüren, wo das ist. So, ich mach's mal hoch. Ja, es ist nur sehr schwach. Also ich glaube nicht, dass das ausreicht. Mach's mal ein bisschen hoch. Ja, nee. Nee, das ist mir zu wenig. Das ist mir echt zu wenig. Also mit dem Löffel, das finde ich jetzt keine Alternative. Aus dem verrutscht es da gern. Also dann lieber mit der Big Shot. Und ich denke, ich probiere das mal mit dem Filz. Vielleicht bin ich da auch zu ungeduldig mit dem Löffel. Das ist nämlich echt ein bisschen anstrengend. Aber das hier zum Beispiel finde ich ein tolles Ergebnis. Also das gefällt mir richtig gut. Und mit der Pappe geht es auf jeden Fall auch. Und so ein dickerer Filz. Ich habe das letztens irgendwo. Es gibt jetzt so einen Deko-Bereich, das so also Untersetzer oder so, die dann wirklich einmal 0,5 cm sind. Und sowas wäre da, glaube ich, ganz, ganz gut. Okay, Leute, so sieht's aus. Das ist mal die Technik. Und am Druckverfahren schaffen wir noch, aber die Druckstöcke herstellen, das ist total einfach. Also muss ich echt sagen, also macht halt total Spaß und so. Und das kann ja auch ein bisschen grober sein oder so, wie man mag. Es geht jetzt nur noch darum, dass man da die Drucktechnik, dass man die Big Shot da noch optimiert. Aber das geht schon, muss man echt sagen. Genau. Und ich würde halt jedes Mal Tinte drauf machen. Also, weil wie gesagt, ich habe am Anfang Gläser, das kann man dann dreimal abdrucken. Und das sehe ich jetzt nicht. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ihr probiert es trotzdem mal aus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!